Rudolf Slatin. Ich ernenne Sie hiermit zum Mudir von Dara. Hier ist Ihre Ernennungsurkunde, unterschrieben von Ismail Pascha, dem Khediven von Ägypten, unserem obersten Landesherrn, und von mir in meiner Eigenschaft als Generalgouverneur des Sudan. Sie sind damit Gouverneur einer der entlegensten und unruhigsten Provinzen im Sultanat Darfur im westlichen Sudan. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer neuen Aufgabe. Ich danke Ihnen, General Gordon Pascha. Ich weiß nur, es war ein Mörder. Verfluchte Mörder. Was aber soll man mit den Frauen und Kindern seines Feindes machen? Soll man sie verhungern lassen? Man nimmt sie als Beute oder man verkauft sie. Denn der besiegte Feind hat seine Frau ja auch gekauft. Und seine Töchter würde er sowieso verkaufen. Was also ist daran abscheulich? Das sind die Intelligenteren der Leute, die sie regieren sollen. Was ich hier erlebt habe in der kurzen Zeit von der Amtsübernahme bis zu meiner offiziellen Ernennung, spottet jeder Beschreibung. Wo ist General Hicks jetzt? General Hicks ist tot. Tot? Und seine Armee? Vernichtet. Geschlagen. Niedergemacht. Der Dschihad. Der heilige Krieg, den du gepredigt hast, hat begonnen. Schon sind die ersten Stämme der Provinz Darfur zu unseren fanatischen Gegnern übergelaufen. Trotzdem aber will ich unter allen Umständen die mir und euch anvertraute Provinz Darfur halten. Hier sind sie allein, Slatin. Schrecklich allein.